Mein Name ist Konrad Olszewski. Ich bin Oberarzt am Zentrum für Abhängigkeitserkrankungen der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich und darf Ihnen heute über Alkohol und Cannabis berichten. Der Vortrag wird ungefähr eine halbe Stunde dauern. Danach haben wir noch mal 15 Minuten für Fragen. Wenn unmittelbar während des Vortrags irgendwelche Verständnisschwierigkeiten auftreten, dann fragen Sie ruhig. Ich neige dazu, manchmal Fachbegriffe zu verwenden oder Begriffe, die einfach aus der täglichen Zusammenarbeit mit Menschen herrühren, die Substanzen viel oder auch manchmal zu viel konsumieren. Der Vortrag ist folgendermaßen gegliedert. Ich werde erstmal eine kurze Einführung geben in die historische Entwicklung, wie Alkohol und Cannabis Teil unserer Kultur geworden sind. Danach werde ich ausführlicher auf das Schadenspotenzial eingehen und dann ausgehend von Alkohol und Cannabis über Abhängigkeit sprechen. Also was ist eigentlich Abhängigkeit? Wie grenzen wir sie ab gegenüber anderen schädlichen oder weniger schädlichen Konsumformen? Wie entstehen Abhängigkeiten und wer ist betroffen? Ja? Und abschließend werde ich noch mal ein paar praktische Tipps geben, wie man safer usen kann, also wie quasi ein risikoarmer oder relativ sicherer Konsum von Alkohol oder Cannabis aussehen könnte. Passt? Gut. Also, wenn wir von Alkohol sprechen, dann meinen wir eigentlich Ethanol. Das ist die chemische Formel dazu. Ethanol ist eine chemische Substanz, die bei der Vergärung kohlenhydrathaltiger Produkte entsteht, also Früchte, Getreide oder Kartoffeln, und wirkt, indem sie unsere Hirnfunktion verändert. Und da hat Ethanol Einfluss auf verschiedene Neurotransmittersysteme. Da ist GABA, Glutamat, Serotonin und so weiter, sind ganz viele betroffen. Der Effekt ist immer der, dass wir weniger Angst verspüren und irgendwie euphorisiert sind. Und dieser Effekt ist natürlich auch dosisabhängig, ändert sich dann irgendwann, treten dann bewusstseinsverändernde Zustände ein. Dieser Effekt wird von den meisten Menschen als angenehm wahrgenommen und im Effekt ist es so, dass alkoholhaltige Getränke heute eigentlich ubiquitär Teil der Ess- und Trinkkultur sind in der ganzen Welt und zwar besonders schwerpunktmäßig in Europa und der Schweiz. Wie ist es historisch dazu gekommen? Also wahrscheinlich sind die Menschen zufällig auf Alkohol gestoßen. Wenn irgendwelche Früchte vergoren sind, haben diese Früchte dann gekostet und gemerkt, dass es einen irgendwie angenehmen, berauschenden Effekt hat. Und dann ist das irgendwie kultiviert worden. Ja, es gibt erste Hinweise historisch, dass die Menschen schon, vor mehr als 25.000 Jahren schon mehr oder weniger bewusst Alkohol konsumiert haben und dann in der Antike dann Alkohol zunehmend eine Rolle gespielt hat in verschiedenen Funktionen. Als Nahrungsmittel, damit konnte man nämlich Flüssigkeiten quasi trinkbar machen oder haltbar auch machen. Es war ein Heilmittel, spielte in der Medizin eine große Rolle, ein Genussmittel und ein kultisches Rauschmittel. Davon zeugt zum Beispiel die Personifizierung von Alkohol oder Alkoholkonsum in verschiedenen Gottheiten. Das ist hier zum Beispiel eine römische Darstellung von Bacchus, dem Gott des Weines. Genau. Über dann den Kaukasus, Griechenland und das Römische Reich hat sich dann der Weinbau in ganz Europa verbreitet. Im Mittelalter waren es vor allem die Klöster, in denen Bier gebraut wurde. Wobei der Alkoholkonsum in der Zeit dann eher den Eliten vorbehalten war, also den Adligen, den Geistlichen. Und dann haben wir im späten Mittelalter und in der Moderne mit einer zunehmenden auch wirtschaftlichen Entwicklung Europas eine Demokratisierung des Konsums, dass also immer breitere Bevölkerungsschichten Zugang zu Alkohol hatten, bis zu einem Punkt, wo während der Industrialisierung dann auch aufgrund von technischen Fortschritten Branntwein aufkam, also ein stark alkoholhaltiges Getränk, mit dem auch Arbeiter ursprünglich ausbezahlt wurden und das großen Beitrag hatte für die soziale Misere des damals in Entstehung begriffenen Proletariats. Das führte unter anderem dazu, dass Abstinenzbewegungen in Europa entstanden, als prominenten Vertreter in der Schweiz zum Beispiel das Blaue Kreuz. Das sind also Bewegungen, die ursprünglich noch sagten, dass der Alkohol
zu Laster führt und dass wir die Menschen aus dem Alkoholmissbrauch oder aus der Alkoholabhängigkeit herausführen müssen, um auch soziale Fragen zu klären. Das heißt, um sie zu einem sittlicheren Leben zu führen und so weiter. Das hatte sicher einen Einfluss auf die Art und Weise, wie wir Alkohol begreifen, auch wie Alkohol konsumiert wird, dass es ein zunehmendes Risikobewusstsein gab, aber es hat auch zu einer gewissen Dämonisierung geführt. Ja? Im Effekt haben wir es jetzt so, dass ab eigentlich Beginn des 20. Jahrhunderts wir eine relative Abnahme des Alkoholkonsums in Europa haben, aber Europa weiterhin weltweit die Region ist mit dem am stärksten ausgeprägten Alkoholkonsum. Das ist eine Übersicht, die zeigt, wie viel Alkohol in der Welt getrunken wird. Also je röter es wird, desto mehr. Ja? Ist auch eine wertende Darstellung, muss man sagen. Schwerpunktmäßig, das sieht man schon, eigentlich die westliche Welt. Ja? Also hier Europa, vor allem Osteuropa, stark betroffen mit teilweise über 12 Litern reinem Alkohol pro Jahr, pro Person. Und da sind alle mitgerechnet, also nicht nur die Trinkenden. Und das sind in Europa konsumieren generell 70-80% der Menschen Alkohol. Das heißt, 20% die konsumieren gar nicht, weil sie zu jung sind, zu alt, zu krank oder sich dagegen entschieden haben. Und auf den Rest entfällt quasi diese Menge. Wir haben traditionell konsumarme Regionen, das ist hier vor allem der Nahe Osten, wo es natürlich auch religiös motiviert eine gewisse Abneigung gegenüber Alkohol gibt. Und dann gibt es andere Regionen, die so einen mittelausgeprägten Konsum haben. Das hat auch historische Gründe. Während wir in Europa traditionell Flüssigkeiten auch über Alkohol trink- und haltbar gemacht haben. Ne? Also wenn man wenn eine Vergärung eintritt, dann werden natürlich Bakterien abgetötet, dann führen die Säuren und das Ethanol dazu, dass die Flüssigkeit trinkbar wird. In anderen Teilen der Welt haben sich die Menschen dazu entschieden, einfach Wasser aufzukochen. Ja? Daher kommt auch zum Beispiel die Teekultur in Ostasien, was traditionell einen geringeren Alkoholkonsum mit erklärt. Und dass wir seit Jahrtausenden quasi Kontakt mit Alkohol haben, das hat sich auch in unserer Genetik niedergeschlagen. Ich weiß nicht, ein paar von Ihnen dürften das mal gehört haben, dass in Asien die Menschen irgendwie Alkohol nicht so gut vertragen. Das liegt daran, dass bestimmte Enzyme tatsächlich weniger häufig genetisch vorhanden sind, je weiter man nach Ostasien geht, weil die Menschen einfach nicht so viel Alkohol getrunken haben. Bei uns in Europa war es dann eher so, entweder man hat Alkohol getrunken oder man hat vor allem in den größeren Ballungsräumen verunreinigtes Wasser getrunken und hatte dann einfach ein höheres Risiko zu sterben, sodass wir enzymatisch einfach anders ausgestattet sind, weil wir uns seit Jahrtausenden an Alkohol gewöhnt haben. Hier nochmal eine tabellarische Gegenüberstellung des weltweiten Alkoholkonsums und in der Schweiz. Also wie Sie jetzt gerade schon gesehen haben, es sind vor allem Europa, Amerika und der westliche Pazifik, also allgemein der Westen, der trinkt, wenn man weltweit einen Schnitt macht, welcher Teil der Bevölkerung über 15 Jahren trinkt Alkohol, dann sind es ungefähr 40%, wobei die Männer viermal häufiger Alkohol trinken als Frauen. In der Schweiz haben wir einerseits einen sehr hohen Anteil von Menschen, die überhaupt trinken, und da gehören alle dazu, also die, die täglich trinken oder die, die einmal an Weihnachten oder an Silvester anstoßen. Ja? Wobei auch einen relativ großer Anteil täglich trinkt. Und das sind natürlich Menschen, die dann auch ein höheres Risiko haben für Abhängigkeiten oder andere Alkoholfolgestörungen. Ein anderes interessantes Phänomen ist, dass wir eine Form von Gleichberechtigung hier entwickelt haben, die, sag ich mal, eher problematisch ist, dass nämlich die Frauen ähnlich häufig und ähnlich viel trinken wie die Männer, was weltweit sicher nicht der Fall ist. Das kann man dann runterrechnen, wie viel Ethanol, also reiner Alkohol quasi pro Person und Jahr genossen wird. Da ist die Schweiz natürlich deutlich über dem weltweiten Durchschnitt, wobei noch weit abgeschlagen hinter osteuropäischen Staaten, wo 12, 13, 14 und mehr Liter pro Kopf getrunken werden. Genau.
eine besonders, sag ich mal, problematische Gruppe der Alkoholkonsumierenden sind die Jungen, also unter 18-Jährigen, weil je früher konsumiert wird, desto höher das Abhängigkeitsrisiko, desto höher auch der Einfluss auf die Entwicklung. Dieser Anteil ist ungefähr weltweit bei 25%, über 40% in Europa, wobei in Europa die Unterschiede nochmal groß sind, und interessanterweise in der Schweiz 75%. Also 3 von 4 Jugendlichen vor Erreichen der Volljährigkeit trinken Alkohol. Wie häufig, sagt diese Statistik nicht. Eine weitere problematische Konsumform ist das Rauschtrinken, auf Englisch Binge Drinking. Das ist der Konsum von mehr als 60 Gramm reinen Alkohols pro Ereignis, mindestens einmal pro Monat. 60 Gramm Alkohol, das muss man sich vorstellen, ein Standarddrink enthält 10 Gramm Alkohol. Ein Standarddrink ist ein Bier, ein Glas Wein oder ein Schnaps. 6 Schnäpse, 6 Bier, einmal pro Monat, scheint uns jetzt vielleicht nicht allzu viel, ist aber tatsächlich weltweit eher ein Ausnahmephänomen. Und in der Schweiz 35%, also jeder Dritte, und 10% mindestens einmal pro Woche. Auch in Osteuropa dort quasi stark vertreten dieses Phänomen, wobei vor allem junge Männer betroffen sind. Und dann natürlich die Frage, welcher Teil der Bevölkerung ist abhängig? Das ist weltweit, natürlich hier spiegelt sich nochmal dieser Geschlechterunterschied wieder, sind weltweit ungefähr 6,5%, bei den Männern, bei den Frauen ein bisschen mehr als 1%, und in der Schweiz sagt man so ungefähr, wobei das natürlich Schätzungen sind, ungefähr jeder 30. bis 33. Das sind insofern auch Schätzungen, als dass in Europa die wenigsten Menschen mit einer Alkoholabhängigkeit in Therapie gehen, weltweit. Was auch darauf hindeutet, dass wir hier gegenüber dem Alkohol die breiteste Akzeptanz haben. Also wenn jemand zu viel trinkt oder täglich trinkt, dann wird das von weiten Teilen der Bevölkerung erstmal nicht als problematisch angesehen, in anderen Teilen der Welt schon. Und deshalb gibt es auch Untersuchungen, haben in Europa ungefähr 90% der Alkoholabhängigen niemals Kontakt mit irgendeinem Arzt, Psychologen, Therapeuten oder sonst was gehabt. Ja, das ist in anderen Teilen der Welt anders. Kommen wir zum Cannabis. Cannabis, auf Deutsch Hanf, ist eine seit Jahrtausenden bekannte Nutzpflanze, die ganz vielfältig verwendet wird, entweder als Textilmaterial, kosmetisch, als Heilmittel, Nahrungsmittel und Rauschmittel, enthält eine Vielzahl psychoaktiver Substanzen, sind die sogenannten Cannabinoide, von denen 2 die relevantesten sind. Das eine ist das THC, Tetrahydrocannabinol, und das andere ist das CBD. Die werden so ein bisschen als Antagonisten, also funktionelle Gegenspieler im Gehirn angeschaut. Das THC ist vor allem für die Rauschwirkung verantwortlich, hat aber auch einige auch negative Auswirkungen auf die psychische Gesundheit. Und man sagt jetzt, CBD könnte diese Effekte so ein bisschen antagonisieren oder denen entgegenspielen. Cannabis wirkt vor allem bewusstseinsverändernd. Das heißt, Sinneswahrnehmungen werden verändert wahrgenommen. Das Zeitgefühl verändert sich. Der Effekt ist auch nicht immer ganz berechenbar. Was die meisten erleben, ist ein gewisses Entspannungsgefühl. Auch ist es hungerfördernd, schmerzlindernd und hat weitere Effekte, die in der Medizin immer mehr Verwendung finden. So sieht die Pflanze aus. Ja, gibt es verschiedene Formen, und so sieht dann das konsumierbare Produkt aus. Ja, also das ist dann entweder Marihuana, also Gras, sind die getrockneten weiblichen Blütenstände, oder hier sehen Sie Hasch oder Haschisch, das ist gepresste Harz der Hanfpflanze. Und die verbreitetsten Konsumformen, das ist Rauchen, ja, also hier als Joint, oder hier mit dem Vaporizer, ganz modern. Oder es wird auch viel gegessen. Ja? Also gerade traditionell in den Kulturen, jetzt zum Beispiel Indien, wo Cannabisprodukte verwendet werden, da werden sie auch gegessen oder getrunken. Und das sind hier die sogenannten Edibles. Genau.
Cannabis hat auch eine sehr interessante Geschichte. Also seit Jahrtausenden verwendet, wahrscheinlich aus Zentralasien stammt, heutiges Kasachstan, spielt Cannabis eine große Rolle in der chinesischen und später auch in der indischen Kultur und wird seit mindestens 4000 Jahren dort als Heil- und Rauschmittel verwendet. Hier ist eine Abbildung aus einem chinesischen und antiken chinesischen Buch über Medizin, wo eben Cannabis aufgrund der vielfältigen heilenden Effekte, unter anderem gegen Schmerzen oder Epilepsien, also Krampfanfälle, Erwähnung findet. Und ab dem 11. Jahrhundert haben wir eine zunehmende Verbreitung von Cannabis auch in der europäischen Medizin. Vor allem waren es damals die Klöster, die das Cannabis oder die überhaupt für Medizin zuständig waren. Und da ist Cannabis unter anderem erwähnt worden als Medikament gegen Lungenleiden, epileptische und andere Krämpfe, Schlafstörung, Kopf- und Gliederschmerzen. Also viele Felder, in denen Cannabis als wirksam erachtet wurde. Und das führte dazu, dass im Westen Cannabis um 1900 eines der am weitesten verbreiteten Medikamente war. Also so sah das dann aus. Das gab es zum Beispiel als Flüssigkeit, wurde auch häufig als Opiat oder Opiumersatz verwendet. Und alles gut. Und dann trat aber eine Entwicklung ein, die so ein bisschen diesen, sag ich mal, Siegeszug des Cannabis verhinderte oder aufhielt. Ab dem 19. Jahrhundert eine internationale Illegalisierung von Cannabis, die verschiedene Ursachen hatte. Da standen politische, auch ethische Motive, wirtschaftliche Motive dahinter. Und das gipfelte in einer, vor allem in den USA, sehr ausgeprägten Kampagne gegen das Cannabis, wo Cannabis dämonisiert wurde, also hier Marihuana führt zu Sünde, hier Wahnsinn und hier dieses junge, unbescholtene Mädchen, das aufgrund dieser Marihuana-Zigarette in die Klauen des Teufels gerät. Da spielten auch rassistische Motive nochmal eine Rolle, weil das vor allem eine Substanz war, die durch Einwanderer, unter anderem aus Lateinamerika, konsumiert wurde. Und das war auch einer der Gründe, warum die Hippies, also die Gegenkultur in den USA, dann ab den 60er Jahren aktiv auch Cannabis nutzten, nicht nur um sich zu berauschen, sondern auch als politisches Signal gegen diese vorhergehende Illegalisierung. Und wir sind jetzt in einer Situation, wo wir ein zunehmendes Forschungsinteresse sehen, also immer mehr Studien, die an Cannabis oder Cannabisprodukten durchgeführt werden. Es hat eine wachsende medizinische Bedeutung. Es gibt immer mehr auch Medikamente oder Indikationen, also Krankheiten, bei denen cannabishaltige Medikamente zugelassen sind zur Behandlung. Und jetzt aktuell auch in der Schweiz eine Diskussion um Legalisierung und Dekriminalisierung, also quasi die Nichtahndung von Cannabisbesitz oder Konsum als Verbrechen. Wie sieht der Cannabiskonsum in der Schweiz heute aus? Ich möchte jetzt nicht im Detail auf diese Tabelle eingehen. Ich habe die wesentlichen Punkte hier nochmal zusammengefasst. Also Cannabis ist sicher die am häufigsten konsumierte psychoaktive illegale Substanz in der Schweiz. Ungefähr in der ganzen Schweiz ein Drittel der Bevölkerung hat mindestens einmal im Leben Cannabis probiert und 5% der Bevölkerung konsumieren regelmäßig. Ja, regelmäßig bedeutet mindestens mehrmals pro Monat. Ja, von Abhängigkeit betroffen sind ungefähr ein bisschen mehr als 1%, deutlich mehr Männer als Frauen, wobei das Abhängigkeitsrisiko abhängig ist von der Dosis, also wie viel konsumiert wird, wie häufig und vom Alter, wann damit begonnen wurde. Kommen wir zur Schädlichkeit. Für Alkohol gibt es eine Empfehlung quasi von der WHO, von der Weltgesundheitsorganisation, die sich an diesen Standarddrinks orientiert. Ein Standarddrink, wie gesagt, enthält ungefähr 10 Gramm reinen Alkohol und das ist ein Glas Wein, ein kleines Bier oder eben so ein mittelgroßer Schnaps. Und dann kann man in Abhängigkeit vom Geschlecht und in Abhängigkeit von der Menge an Standarddrinks, die man dann einnimmt, ein niedriges, mittleres, hohes und sehr hohes Risiko definieren. Ja? Und grundsätzlich sagt man, Frauen sollten weniger trinken als Männer. Bei Männern wird empfohlen, weniger als 4 Drinks pro Tag zu trinken. Das ist schon relativ viel. Die Schweiz sagt maximal 2.
Bei Frauen ist es maximal 2 Drinks, ja? Ja, genau, ist viel pro Tag, wobei auch nicht täglich, oder? Sollten, also 3 Konsumtage pro Woche maximal, ja? Genau, und je mehr getrunken wird, desto höher das Risiko. Und das kann man sehr schön für verschiedene Krankheiten nachweisen. Also grundsätzlich Alkohol ist ein nachgewiesener Risikofaktor für über 200 Erkrankungen. Das sind verschiedenste Erkrankungen, da gehören Krebserkrankungen dazu, verschiedene Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfälle, psychiatrische Erkrankungen, Verletzungen, Unfälle, also auch über klassische Erkrankungen hinausgehende Beeinträchtigungen der Gesundheit. Und hier habe ich Ihnen einfach mal gezeigt, das Risiko für verschiedene Erkrankungen, und zwar aufgetragen, also hier quasi das Risiko auf der X-Achse und hier auf der X-Achse die Menge an Alkohol und auf der Y-Achse das Risiko. Je mehr Alkohol wir trinken, desto höher das Risiko, zum Beispiel für Krebse des Mundraumes, der unmittelbar in Kontakt tritt mit dem Alkohol. Oder hier für Krebse der Speiseröhre, für Krebse des Darms, für Krebse des Rektums und für verschiedene kardiovaskuläre Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Bluthochdruck steigt das Risiko an, Schlaganfälle steigt das Risiko an, Verletzung steigt das Risiko an. Ja? Jetzt haben Sie vielleicht davon gehört, dass man dieses eine Glas Wein, Rotwein am besten, am Tag trinken soll, um seiner Gesundheit etwas Gutes zu tun. Ja? Das ist in der Forschung umstritten. Also ja, es gibt Hinweise für einen milden, positiven Effekt von Rotwein auf bestimmte Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Da dürften Polyphenole eine Rolle spielen, also spezielle Inhaltsstoffe vom Rotwein. Vielleicht spielt auch der Alkohol selbst eine Rolle, wo man sagt, hat eine gewisse entspannende Wirkung. Genau. Ist aber in der Literatur insgesamt umstritten. Und Sie haben jetzt ja gerade gesehen, dass das Risiko eigentlich dosisabhängig ansteigt, sodass man sicher keine Empfehlung geben kann für Menschen, die nicht trinken oder nicht regelmäßig trinken, dass sie jetzt umsteigen sollten auf ein Glas Rotwein pro Tag. Tut mir leid. Genau. Es gibt von der WHO, ich zitiere hier an verschiedenen Stellen die WHO, eine ganz interessante Untersuchung, die jährlich durchgeführt wird. Und zwar wird weltweit geschaut, welcher Anteil der Krankheitslast, also von allen Erkrankungen, die es gibt, durch bestimmte Faktoren ausgelöst wird. Ja? Und hier in der Darstellung, die ich gerne erklären möchte, ist dargestellt, hier 1990, was waren so die Hauptrisikofaktoren und hier 2019. Und ich habe schon eingerahmt, Alkohol ist weltweit, also über alle Länder hinweg, über alle Krankheiten hinweg, der 9. wichtigste Risikofaktor für Erkrankung mit Tendenz steigend. Und um sich das mal vor Augen zu führen, die Einheit, die hier verwendet wird, sind die Dailies, Disability Adjusted Life Years, das heißt verlorene gesunde Lebensjahre. Wie viel Gesundheit wir verlieren durch Alkohol. Und diese Studie, die hier noch sehr konservativ schätzt, sagt 3,7%, also ungefähr jedes 30. Lebensjahr wird verloren durch Alkohol. Gesunde Lebensjahr. Es gibt Studien, die sagen 5%. Ja? Jedes 20. Lebensjahr. Und umso dramatischer, wenn man das nochmal nach Altersgruppen anschaut, also weltweit ist es dann insgesamt über alle Altersgruppen hinweg der 9. häufigste Risikofaktor. Führend sind hoher Blutdruck und Rauchen. Rauchen ist überhaupt, das ist schädlich. Aber wenn man jetzt die Jüngeren gerade anschaut, also die Vulnerablen, 10 bis 24 Jahre, Platz 2. 25 bis 49 Jahre, Platz 1. Das heißt, das Beste, was man für die weltweite Gesundheit tun könnte, wäre diesen Risikofaktor eliminieren. Ja? Völlig illusorisch. Aber, genau. Und für die Schweiz nochmal, um das noch dramatischer zu formulieren, frühzeitige vermeidbare Todesfälle. 1. Platz, Tabak 9.200 jährlich, Alkohol 2. Platz, 1.900. Ja, das sind alle Unfälle, Verletzungen, auch Kriminalität, Leberzirrhosen, alles, was irgendwie auf Alkohol zurückgeführt werden kann.
und bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen an erster Stelle sogar für die vermeidbaren Todesfälle. Und das führt uns gleich zum Ranking der Schädlichkeit psychotroper Substanzen. Ich habe das mal so ein bisschen in Anführungsstriche gesetzt. Also hier die Top 10 quasi. Eine interessante Darstellung von NAD. Die blauen Teile dieser Grafik, die zeigen den Schaden am Konsumenten selbst. Und das, was hier in Rottönen dargelegt ist, ist der Schaden am Umfeld. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Alkohol schadet ja nicht nur der Person, die konsumiert, sondern es kommt zu Verbrechen. Ne? Alkohol wirkt enthemmt, das heißt, es können Gewalttaten passieren. Es kommt zu Familienkonflikten. Es gibt wirtschaftliche Probleme. Es gibt auch auf Makroebene, auf politischer Ebene Konflikte. Das ist jetzt für die anderen Substanzen noch ein bisschen ausgeprägter. Also Kokain zum Beispiel ist ein politisches Thema. Ja? Kokain ist auch für verschiedene wirtschaftliche oder für verschiedene Länder wirtschaftlich relevant. Und wenn wir uns dann anschauen, wer oder welche Substanz wie viel Schaden zufügt, auf dem ersten Platz Alkohol. Ja? Das ist ein Ranking von Experten. Danach kommen Heroin, dann Kokain als Crack, also geraucht, Methamphetamin und so weiter. Und an 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8er Stelle das Cannabis. Was das Abhängigkeitspotenzial dieser Substanzen angeht, gibt es eine Möglichkeit, sich das so quasi über Umwege zu erschließen, indem man zum Beispiel rechnet, wie viele Leute sind abhängig von denen, die jemals die Substanz konsumiert haben. Bei Tabak ist es so, dass ein Drittel aller Menschen, die jemals Tabak konsumiert haben, tatsächlich eine Abhängigkeit entwickeln. Ein Riesenabhängigkeitspotenzial. Bei Alkohol ist es ungefähr jeder siebte und bei Cannabis jeder zehnte. Und jetzt, ich habe schon vorher erzählt, es gibt interessante Darstellungen in den Medien, das ist jetzt hier USA, 30er bis 60er Jahre, die dazu geführt haben, dass Cannabis in weiten Teilen, sag ich mal, der Bevölkerung, vor allem der westlichen Welt, in Verruf geraten und dann später illegalisiert wurde. Da wurde gesagt, Alkohol führt dazu, sie werden töten, wenn sie rauchen. Ja? Sie werden sündigen und sich in die Arme des Teufels begeben. Hier, Cannabis als Einstiegsdroge, Pot opens the door, widerlegt, gibt es keine Hinweise. Ja? Oder hier noch dramatischer, Marihuana. Was wird ihre Mutter sagen, wenn sie ihren toten Körper findet? Ja, Killerdroge, Cannabis. Steht ein bisschen in Kontrast mit der Darstellung des Schädlichkeitspotenzials, wie ich es vorher aufgeführt habe. Ne? Was aber tatsächlich bei Cannabis zu berücksichtigen ist, ist, dass es das Risiko psychischer Erkrankungen erhöht, also für Angststörungen, Depressionen, Schizophrenie, Beeinträchtigung von Aufmerksamkeit und Gedächtnis, vor allem wenn man jung anfängt zu konsumieren, hinterlässt es Spuren im IQ bis zu 10 Punkte, sagt man. Ja? Risikofaktoren für das Auftreten dieser psychischen Erkrankungen sind die Konsummenge, auch wie viel THC enthalten ist. Das ist hier eine Grafik. An verschiedenen Orten in der Welt wurden Proben genommen und untersucht, wie viel THC da so drin ist. Und man sieht eigentlich, dass immer mehr THC im Cannabis drin ist. Also wird hochgezüchtet, es ist immer potenter und dadurch immer gefährlicher. Ja? Genau, früher Konsum ist eine Gefahr und manche Leute sind genetisch auch, haben ein höheres Risiko für eine Abhängigkeit oder für psychische Erkrankung. Und dann gibt es ein weiteres Phänomen, was Cannabis immer gefährlicher macht. Das ist die zunehmende Verbreitung synthetischer Cannabinoide. Also es sind Substanzen, die im Gehirn ähnlich wirken wie das Cannabis, aber sehr, sehr viel stärker sind. Ja, hier Spice und so weiter. Genau, ich habe schon mehrmals verwendet den Begriff jetzt, was ist eigentlich Abhängigkeit? Und da ist es wichtig, verschiedene Begriffe gegeneinander abzugrenzen, damit wir wissen, wovon wir sprechen. Das eine ist der sogenannte rekreationale Freizeit- oder risikoarme Konsum. Das ist das, was die meisten Menschen
pflegen, das ist ein Konsum, der mit keinem relevanten Gesundheitsrisiko einhergeht. Also risikoarm, nicht risikofrei. Ja? Dann gibt es verschiedene Begriffe, um diesen schädlichen Konsum zu umschreiben, also problematisch, missbräuchlich, übermäßig, risikoreich, riskant und so weiter. Das ist ein Konsum, der die Gesundheit des Betroffenen oder seines Umfelds gefährdet oder wo zumindest beim Konsum die Gefährdung in Kauf genommen wird. Das bedeutet alles nicht Abhängigkeit. Ja? Abhängigkeit ist momentan in den großen psychologischen und psychiatrischen Diagnosemanualen so definiert. Ja? Also diese 6 Kriterien, von denen müssen mindestens 3 für einen bestimmten Zeitraum erfüllt sein. Das ist einmal der starke Wunsch oder Zwang zu konsumieren, also die Lust, ich brauche dieses Bier am Abend, jetzt ein Joint, sonst geht es nicht. Die verminderte Kontrollfähigkeit, also was den Beginn angeht, was die Beendigung oder die Menge des Konsums angeht, also dass irgendwann aus 2, 3 Bier auf einmal 5, 6, 7 oder mehr werden. Ein körperliches Entzugssyndrom, das heißt, wenn man aufhört zu konsumieren, spezifische Symptome, die darauf hinweisen, dass der Körper diese Substanz braucht. Eine Toleranz, das heißt, jemand verträgt mehr, als er am Anfang vertragen hat. Ja? Also ein geübter Trinker, der auch eine halbe Flasche Wodka problemlos wegsteckt. Wo wir, oder viele von uns vielleicht, Probleme hätten, dann auch nach Hause zu kommen. Fortschreitende Vernachlässigung anderer Vergnügungen oder Interessen. Und der anhaltende Konsum trotz Nachweis eindeutiger schädlicher Folgen. Ja? Und Abhängigkeit, da wird umgangssprachlich auch der Begriff Sucht dafür verwendet und moderner, weil weniger stigmatisierend ist jetzt die Verwendung des Begriffes Substanzgebrauchsstörung. Genau. Wie kommt es zur Entwicklung einer Abhängigkeit? Da müssen erstmal 3 große Gruppen von Risikofaktoren zusammenspielen. Das eine ist bezüglich der Person. Es gibt Leute, die genetisch ein Risiko haben, eine bestimmte Persönlichkeit erhöht das Risiko für Abhängigkeiten, also Menschen, die besonders impulsiv sind zum Beispiel, und das Vorliegen psychischer Erkrankungen. Dann gibt es umweltbezogene Faktoren, also eine Familie zum Beispiel, in der konsumiert wird oder in der gesagt wird, Mensch, ein richtiger Mann, der muss auch richtig trinken können oder sowas. Also substanzverherrlichende Haltungen. Die Haltung der Community spielt eine Rolle. Ja? Wie erfolgreich eine Person in der Schule war, und natürlich kulturelle Faktoren, also eben in Europa, dass Alkohol sehr verbreitet und relativ verharmlost wird. Und dann gibt es substanzbezogene Faktoren. Wie verfügbar ist eine Substanz? Versuchen Sie mal in der Wüste, in Saudi-Arabien alkoholabhängig zu werden. Schwierig, ja, weil die Substanz nicht verfügbar ist. Wie teuer ist eine Substanz? Das schränkt natürlich auch die Verfügbarkeit ein. Dann, wie eine Substanz eingenommen wird. Bei Alkohol ist es klar, es wird halt getrunken. Aber jetzt Kokain zum Beispiel, das kann geraucht, gespritzt, geschnupft werden und hat dementsprechend ein anderes Abhängigkeitsrisiko. Dann gibt es Substanzen, die abhängiger machen. Das haben wir ja schon erwähnt, Tabak vor allem. Und dann, je früher konsumiert wird. Und aus dem Zusammenspiel dieser 3 Faktoren entsteht über bestimmte Hirnveränderungen eine Abhängigkeit. Ja. Jetzt muss ich so ein bisschen fragen, wie viel Zeit wir noch haben. Ja, ich hätte noch 2, 3 wichtige, interessante Folien. Ja, gut. Genau, wenn wir jetzt anschauen, wie Abhängigkeit unter der Lupe entsteht, also im Einzelfall, jetzt unabhängig von diesen Risikofaktoren, die für weite Teile der Bevölkerung gelten. Ja. Am Anfang steht immer, dass wir konsumieren und uns freuen. Irgendwas macht der Konsum, dass es uns danach besser geht. Also entweder Ängste gehen weg, Sorgen gehen weg, oder wir fühlen uns weniger traurig, oder wir mögen den euphorisierenden Effekt an sich. Und es gibt Menschen, die dann sagen, na, da will ich mehr davon. Und die konsumieren dann also immer mehr. Ja? Jetzt führt aber das, dass sie immer mehr konsumieren oder häufiger konsumieren, dazu, dass sie eine Toleranz entwickeln. Ja? Also ich merke einfach, das Bier am Abend, das macht, dass ich besser schlafen kann. Trinke ich halt eine Woche, 2, 3, 4. Und dann irgendwann wirkt nicht mehr. Ich brauche ein zweites Bier. Und dann ein drittes. Ja? Und so führt die Toleranzentwicklung zum verstärkten Konsum. Jetzt wiederum, dieser verstärkte Konsum führt zu Veränderungen in der Reizverarbeitung im Gehirn. Das heißt, unser Gehirn lernt irgendwie, dass allein der Anblick von dieser Flasche Bier
oder allein der Geruch vom Cannabis, da kriegen wir Lust. Ja? Da können wir es immer schlechter kontrollieren, ob wir jetzt Nein sagen. Und diese Hirnveränderungen, die führen dazu eben, dass wir weniger Kontrolle haben und diese Lust empfinden auf den Konsum. Und wir konsumieren noch mehr. Und dieser verstärkte Konsum geht irgendwann in einen chronischen Konsum einher, also der eine zeitliche Regelmäßigkeit hat, wo auch viel konsumiert wird. Und wenn wir dann aufhören zu konsumieren, kriegen wir Entzugssymptome. Und die sind so unangenehm, dass wir wieder konsumieren müssen, um dort rauszukommen. Das heißt, so wie ursprünglich am Anfang einer Abhängigkeit der Wunsch steht, sich gut zu fühlen, so steht am Ende eine zwanghafte Dynamik, also ein negatives Gefühl loszuwerden. Und das Ganze kann man dann noch neurobiologisch, da will ich nicht im Detail drauf eingehen, gut verankern. Also man kann sagen, Abhängigkeit ist eine Hirnerkrankung. Und jetzt müsste man ergänzen, und keine Willensschwäche. Ja? Weil das ist ja ein Klischee, was häufig noch aufrechterhalten wird, dass die Menschen selbst schuld sind, wenn sie zu viel trinken. Und da ist ein gewisser Aspekt dran, dass wir sagen, der Mensch hat immer eine Entscheidung. Er hat immer die Freiheit, sich zu entscheiden, ja oder nein. Aber die Kontrolle ist reduziert. Und das kann man neurobiologisch gut nachweisen. Jetzt finden wir bei Menschen mit einer Abhängigkeit häufig auch andere psychische Erkrankungen. Da will ich einfach nur kurz sagen, Menschen, die trinken oder rauchen, um psychische Erkrankungen zu behandeln, haben ein sehr viel höheres Risiko, eine Abhängigkeit zu entwickeln. Und wiederum Menschen mit einer Abhängigkeit haben ein sehr viel höheres Risiko, psychische Erkrankungen zu entwickeln. Und das erzeugt eine ganz ungünstige Dynamik, mit der ich dann beruflich zu kämpfen habe. Genau, und jetzt komme ich zum Abschluss. Damit es nicht zur Entwicklung von einer Abhängigkeit kommt, damit diese ganzen schädlichen Folgen vermieden werden können, hier ein paar Empfehlungen für den Safer Use. Und jetzt werden Sie von mir nicht hören, seien Sie abstinent, Alkohol weg, Cannabis weg, weil die meisten Menschen in der Schweiz, in Europa in Kontakt mit Alkohol kommen werden. Ja, die Prohibition in den USA hat gezeigt, Verbote bringen nichts. Die Leute konsumieren trotzdem. Dann konsumieren halt die, die Geld haben, den sauberen Alkohol und die, die wenig Geld haben, konsumieren den Fusel. Aber sie werden weiter konsumieren. Ja? Und ein Drittel der Menschen wird auch mit Cannabis zu tun haben. Und Cannabis ist Teil unserer Gesellschaft, ist Teil unserer Kultur. Das kriegen wir nicht mehr weg. Ja? Und hinsichtlich der Prävention von Schäden ist es daher sinnvoller, die Kompetenz von Konsum zu fördern, anstelle es zu verbieten. Ja? Anstelle die Exposition zu verhindern. Also genau. Und deshalb mein Anliegen, Vermittlung und Förderung von Wissen. Ja? Und dazu gehört das zum Beispiel. Wie kann ich safe Alkohol konsumieren? Mengenkontrolle. Und das sind jetzt die schweizerischen Empfehlungen, die sinnvoller sind als die WHO-Empfehlungen. Maximal 2 Standarddrinks pro Tag für die Männer, maximal 1 für die Frauen. Wenn jemand merkt, dass er ein Problem mit Kontrolle hat, am besten gar nicht. Wenn er merkt, dass er Schwierigkeiten hat, gar nicht zu trinken, gerne auch Unterstützung suchen. Ja, in entsprechenden Fachstellen. Nicht täglich trinken, sondern trinkfreie Tage einlegen. Und wenn es dann mal zu einem Fest kommt, einer Hochzeit, nicht mehr als 5 oder 4 Standarddrinks pro Gelegenheit. Nicht mischen. Nicht verschiedene Alkoholiker mischen, nicht verschiedene andere Substanzen, Drogen mischen, auch nicht mit Medikamenten mischen, nicht auf leeren Magen trinken. Generell kein Alkohol im Straßenverkehr oder wenn man irgendeine Verantwortung bei der Bedienung von Maschinen hat. Nicht konsumieren, um Gefühle zu kontrollieren oder Probleme auszuweichen. Vor allem für die jungen Männer, die eh schon Probleme mit der Verhaltenskontrolle haben, die enthemmende Wirkung des Alkohols beachten. Es gibt gewisse Gruppen, die überhaupt nicht Alkohol trinken sollten und je nachdem in Rücksprache mit ihrem Arzt, ihrem Psychologen, Psychiater, bei vielen körperlichen oder psychischen Erkrankungen sollte kein oder möglichst wenig Alkohol getrunken werden. Ja. Bezüglich des Cannabis, Vermeidung synthetischer Cannabinoide und anderer Streckmittel, das kann man zum Beispiel dadurch, dass man es selbst anbaut oder dass man es checken lässt, da gibt es Drogenkontrollstellen, also Drug-Checking in der Schweiz, sehr verbreitet, kann man einfach sein Gras abgeben und das dann kontrollieren lassen. Darauf achten, dass der CBD-Anteil ausreichend hoch ist, um die negativen Effekte vom THC
zu mildern und dass da nicht zu viel THC drin ist. Überdosierung vorbeugen. Das wird auch empfohlen, dass jetzt auf tabakfreie Konsumformen umgestiegen wird, weil die Nikotinabhängigkeit mit ein wesentlicher Risikofaktor für Erkrankungen, die mit Cannabisabhängigkeit einhergehen, darstellt. Also jetzt zum Beispiel Verdampfer oder essbares Cannabis, wobei man da aufpassen muss, weil die Zeit bis zum Einsetzen der Wirkung lang ist. Genau, tiefes Inhalieren vermeiden, regelmäßiges Reinigen der verschiedenen Konsumutensilien und dann natürlich generell, ähnlich wie beim Alkohol, kein Fahrzeug führen, Konsumpausen einlegen, nicht konsumieren, um Gefühle zu kontrollieren und kein Cannabis für bestimmte Risikogruppen. Und damit bin ich am Ende des Vortrags angelangt. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und wir haben jetzt noch 5 Minuten für Fragen.